Alles gut. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist schön, wieder nach 4 Jahren hier vor euch zu stehen. Und ich muss euch sagen, 4 Jahre sind sehr schnell vergangen. Aber 5 Minuten sind natürlich noch kürzer als 4 Jahre. Ich möchte mit einer kurzen Vorstellung beginnen. Ich bin 1964 geboren, in einem kleinen Dorf in Westfalen als Hausgeburt. Bin 1982 in die SPD eingetreten. Was sagt Mechthild? Gute Hebammenversorgung. Gute Hebammenversorgung. Hebammen sind wichtig, habe ich schon. Und ich wiederhole das, habe ich hier schon mal gesagt, ein Staat, der die Versicherung für Hebammen nicht regelt, aber Atomkraftwerke versicherungsfrei stellt, ist kein guter Staat. Meine Eltern waren beide schwerbehindert. Deswegen habe ich mir als Bundestagsabgeordneter als erstes eine Karte gemacht, wo Blindenschrift auch drauf ist, weil ich wollte zeigen, dass ich für alle da bin, weil das habe ich von zu Hause aus mitbekommen, das war mir wichtig. Mein Vater war Personalrat und hat am Ende seines Lebens als Schrankenwärter gearbeitet. Und ohne BAföG, ohne Schüler-BAföG hätte ich nicht studieren können. Insofern habe ich dieselbe Biografie wie viele hier. Ich bin studierter Diplombiologe, habe über 20 Jahre Kommunalpolitik gemacht, komme aus der Umwelt- und Genossenschaftsbewegung, war im Bundesvorstand des Bundesverbandes Windenergie, das habe ich aufgegeben, als ich in den Bundestag gewählt wurde vor 4 Jahren, war Vorstand eines kleinen Berliner Umweltinstituts, des UFUs, sehr lange, 15 Jahre, das habe ich auch aufgegeben. Aber ich bin noch Aufsichtsrat seit 2002 einer Graswurzelgenossenschaft aus dem Prenzlauer Berg. Und es gehören ungefähr 700 Wohnungen und Gewerbeeinheiten, die haben wir selber gekauft. Und wir schaffen und sichern spekulationsfreien Wohnraum. Vor diesem Hintergrund war es klar, dass ich mich um den Umwelt- und Bauausschuss bewerbe und dem konnte ich die letzten 4 Jahre arbeiten. Der erste Schwerpunkt war die harte Auseinandersetzung um die BIMA, um die Bodenpolitik. Ich kann euch sagen, die Berichterstattergespräche mit der Union waren knallhart. Und wir haben einen ganz kleinen Fortschritt erreicht, eine ganz kleine Öffnung für sozialen Wohnungsbau. Aber ich kann euch sagen, das muss besser werden. Wir müssen das BIMA-Gesetz ändern in der nächsten Wahlperiode. Wer Höchstpreise will, wer Spekulation will, der wird Armut und Obdachlosigkeit ernten. Und das ist keine soziale Politik. Wir haben die Städtebaufördermittel aufgestockt, fast verdoppelt. Das war wichtig. Dieses Geld ist bei euch angekommen in den Kiezen für Schulen, für Kitas, für Spielplätze. Ganz wichtiges Projekt. Ohne uns wäre das nicht möglich gewesen. Die Mittel für den sozialen Wohnungsbau haben wir im Bund verdreifacht. Und wir haben die Förderbedingungen für die KfW verbessert. Vor allen Dingen für Genossenschaften waren das wichtig. Eine Genossenschaft in Berlin hätte ihr Projekt nicht hingekommen, wenn es nicht möglich gewesen wäre, diese Bedingungen zu verbessern. Wir haben gekämpft gemeinsam, ich weiß gar nicht, wo Iris ist, als im Deutschen Bundestag die CDU gesagt hat, man muss das Umwandlungsverbot einführen oder man kann es einführen, dann werden die BIMA-Wohnungen ja in Berlin nicht umgewandelt. Dann ist sie sofort aufgenommen worden und wir haben das in Berlin durchsetzen können. Es gab also auch eine ganz enge Kooperation mit der Abgeordnetenhausfraktion. Ein weiteres Thema ist die Umweltpolitik gewesen. Wir haben es in dieser Wahlperiode geschafft, den Atomausstieg abschließend zu sichern in Deutschland. Und was ein ganz, ganz harter Kampf war, war das Fracking-Verbot, das muss ich euch sagen. Hier ging es darum, dass man demokratische Entscheidungen auslagern sollte an eine Kommission. Die Kommission sollte entscheiden, ob etwas geht oder nicht. Man hat uns das untergeschoben, das wären die Sozialdemokraten, die diese Kommission wollen. Ich habe gesagt, nein, das war die Altmaier-Kommission. Und jetzt ist es so, der Bundestag hat das Prä und nicht irgendwelche Sachverständigen entscheiden für uns. Das ist schon zu oft in die Hose gegangen, liebe Genossinnen und Genossen. Auch wenn ich direkt zuständig, habe ich mich ganz intensiv in die Energiepolitik der Bundestagsfraktion eingemischt und sehr eng mit meinem Freund und Kollegen, unserem Sprecher Johann Saathoff, zusammengearbeitet. Wir haben etwas geschafft, was am Anfang dieser Wahlperiode nicht für denkbar oder nicht denkbar war. Wir haben den Mieterstrom durchgesetzt. In der Kraft-Wärme-Kopplung ist er schon vom Deutschen Bundestag beschlossen. Und im Bereich der Solarenergie wird er in Kürze vom Deutschen Bundestag beschlossen. Die Energiewende gehört in die Städte und die Energiewende muss sozialverträglich sein. Das ist nicht nur ein Projekt für Zahnärzte, um die mal wieder zu nennen, sondern das ist ein Projekt für alle, auch für Mieterinnen und Mieter. Applaus
Das Thema Umweltgerechtigkeit liegt mir sehr am Herzen. Und oftmals sind es unsere Wählerinnen und Wähler, die an den Schienentrassen leben, die sehr laut sind, die im Prinzip die Umweltfolgen zu tragen haben. Und ich habe bei mir in meinem Wahlkreis eine ganz aktive Bürgerinitiative, die BINO, die gegen den Schienenlärm kämpft. Und ich habe denen versprochen, ich lade euch in den Deutschen Bundestag ein, ich vernetze euch mit den Bürgerinitiativen. Wir haben das gemacht, wir haben gemeinsam einen parlamentarischen Abend gemacht. Und gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen ist uns das gelungen, dass wir jetzt zu 2020 die lauten Güterzüge in Deutschland verbieten werden. Und das ist ein Riesenerfolg, den wir auch haben. Leider nicht so erfolgreich, was die Mehrheiten angeht, war der Kampf für fairen Handel. Ich habe mich von Anfang an der Seite der Streiter für fairen Handel gesehen, habe den Dialog zu den Initiativen, die für fairen Handel und gegen TTIP und CETA standen, immer gehalten, war gemeinsam auf der Straße, habe sie in den Deutschen Bundestag eingeladen. Es ist nicht viel, wir haben einiges verbessert. Das Wichtigste ist, wir haben die Schiedsgerichte abgeräumt, die privaten. Das ist ein wichtiger Erfolg. Aber leider haben wir anderes nicht geschafft. Der Kampf aber für einen fairen Handel geht weiter. Wenn man wie ich Klima- und Umweltpolitiker ist, dann muss man für internationale Solidarität stehen. Ich war in Fukushima, ich habe mir das vor Ort angeguckt. Ich weiß auch um die Folgen des Klimawandels. Deswegen suche ich immer den Kontakt zu den Basis- und Graswurzelbewegungen in der Welt und versuche sie zu unterstützen, wie immer das geht. Bin auch der Schirmherr eines Filmfestivals, das einzige Filmfestival in der Welt, was sich mit den Folgen der Atomkraft und der militärischen Atomnutzung auseinandersetzt, das Uranium-Filmfestival, ein ganz wichtiges Projekt, denn es geht hier auch um Bildung und es geht um das Bekanntmachen der Gefahren. Jetzt kommt gerade die Glocke und jetzt muss ich die Rede etwas abkürzen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich würde gerne weiter mit euch streiten für eine andere Bodenpolitik, für ein soziales Mietrecht gegen den grauen Baumarkt, für eine andere Wirtschafts- und Steuerpolitik. Über 22 Millionen Menschen in Deutschland sind Mitglied einer Genossenschaft. Das ist eine Form von anderen Wirtschaften. Das würde ich gerne nach vorne bringen. Für eine faire Handelspolitik und vor allen Dingen mit Afrika, damit wir die Ursachen von Migration an dieser Stelle bekämpfen. Und für mehr Demokratie. Willy Brandt hat gesagt, mehr Demokratie wagen, und ich möchte es ergänzen mit dem Satz im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Lasst uns für die Würde des Menschen kämpfen, gemeinsam. Und noch ein Satz, ich war von Anfang an bei den Gesprächen Rot-Rot-Grün dabei. Wer nicht kämpft, hat schon verloren, und wir brauchen Mut, und wir brauchen auch einen Mut, neue Wege zu gehen. Glück auf und zur Sonne, zur Freiheit. Applaus